meinem neuen Video. Oh mein Gott! Es ist soweit. Die Adventsaktion kann endlich starten. Oh Gott, ich kann es gar nicht glauben, weil ich habe das jetzt so lange geplant. Ungelogen, glaube ich, seit September oder sowas. Ich bin einfach nur mega happy, dass das Ganze jetzt einfach anfangen kann. Was könnt ihr von mir erwarten? Stellt euch jetzt bestimmt vor, so, Daniel hat eine Adventsaktion und jetzt? Und zwar werde ich jeden Sonntag auf diesem Hauptkanal und auf meinem Vlog-Kanal Donnys Life, solltet ihr dem nicht folgen, würde ich mal sagen, folgt, ein Video online stellen mit einer tollen Verlosung. Es werden winterliche Themen sein, weihnachtliche Themen sein, ich werde backen, ich werde Deko machen, ich werde alles Mögliche, also alles, was mir irgendwie einfällt, wo ihr mir auch den Input gibt. Deutsch ist heute nicht so ganz so gut. Und das Coole an dieser Adventsaktion ist, dass nicht nur ich sie mache. Ich habe sie zwar ins Leben gerufen, ich hatte irgendwann mal im September die Idee dazu, aber ich freue mich, dass weitere drei tolle YouTube-Mütter hier auf YouTube mitmachen werden. Und zwar zum einen wird die liebe Saskia von Saskias Beauty Blog mitmachen. Vielleicht kennen sie die einen oder anderen unter euch. Ich weiß, dass ich sie damals geschaut hatte, als ich schwanger war. Ich habe mir ihre ganzen Empfehlungen, sei es Wickeltasche, sei es Bettchen, alles mögliche angeschaut. Und sie war für mich die allererste YouTube-Mama. Und sie wird auch Teil dieser Aktion sein. Die nächste Mami hier auf YouTube, die hier mitmachen wird, ist die liebe Phyllis. Kennen einige von euch, weil sie Daily Vlogs macht, sie ist Mutter von drei Kindern, macht tolle Videos, auch sehr humorvolle Videos. Ich folge ihr auch privat und ich mag es einfach, ihre Videos zu schauen. Die dritte Mami, weil wir sind insgesamt vier im Bunde, weil es ja vier Advents gibt, ist die liebe Mami Seelen. Sie ist gerade Mutter geworden, was heißt gerade, vor kurzem Mutter geworden von einem kleinen Mädchen. Und sie ist ebenfalls Mami von drei Kindern. Ich habe riesengroßen Respekt dafür, vor allem, weil sie regelmäßigen Content produziert. Vielleicht kennen sie ja die einen oder anderen von euch und wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und das Ganze wird so ablaufen, dass ich auf diesem Hauptkanal, Vlogkanal auch, jeden Sonntag ein Video hochladen werde. Heute ist der erste Advent, das heißt, ich bin dran. Im nächsten Advent ist die liebe Phyllis dran. Da solltet ihr auf ihrem Kanal vorbeischauen. Dann ist die liebe Mami Seelen dran. Und zu guter Letzt ist die liebe Saskia dran. Ihr solltet diesen Frauen auf jeden Fall folgen. Wenn ihr es nicht schon tut, entweder auf Twitter, Instagram, auf YouTube, auf Snapchat, die machen jede von, also alle. Wir bedienen alles. Wir sind nicht nur Mamis, wir bedienen hier einfach alles. Das Ganze ist aber nicht nur eine reine Mami-Adventsaktion, wenn das jetzt in diesem Moment hier rübergekommen ist. Nein, es werden auch ganz coole Beauty-Produkte verlost und ich will echt nicht zu viel verraten. Wir haben uns alle so ins Zeugs gelegt, euch da draußen etwas zurückzugeben, weil ihr uns im ganzen Jahr so unterstützt habt. Uns einfach bereichert habt mit dieser tollen Community. Jede von uns ist einfach eine andere Art von Mami. Jede von uns ist unterschiedlichen Alters. Wir haben Kinder, unterschiedliche Erziehungsmethoden, aber wir sind alle eins. Wir sind Frauen und wir unterstützen uns. Und deswegen heißt unsere Adventsaktion Mom for Moms. Ist wie die Musketiere. Einer für alle, alle vereinen. Und wir möchten einfach die positive Botschaft nach draußen tun, dass es einfach wundervoll ist, Mutter zu sein, dass es das größte Geschenk ist und dass wir uns einfach freuen, uns alle zu unterstützen und das Ganze mit euch zu teilen und weiteren Mamis da draußen und weiteren Damen da draußen, ihr müsst nicht Mamis sein, auch zu helfen oder Daddys oder ihr seid Patentante oder ihr seid Oma oder seid gerade erst 13 oder sonst was, ihr könnt auch hier alles gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt die ganze Adventsaktion zu starten. Ich hatte mir die ganze Zeit überlegt, wie kann ich die Adventsaktion starten? Soll ich einfach ein DIY machen? Soll ich backen, soll ich was? Aber ich habe mir irgendwann mal gedacht, hey Donja, mach doch einfach die Aktion. Erzähl einfach nur, was du verlost die nächsten paar Mal. Und ich wollte die Aktion einfach richtig gut erklären. Also ich verlose heute zwei Preise. Einmal ein ganzes Mami-Paket, das ist eine riesengroße Box. Und einmal ein ganzes Beauty-Paket. Und wenn ihr auf jeden Fall hier mitmacht, ich will es aber vorne hinweg sagen, habt bitte ein öffentliches Profil. Sorgt dafür, dass ihr eine YouTube-Inbox habt, auf die ich euch kontaktieren kann. Weil sonst, auch wenn ich euch ziehe, werdet ihr nicht gewinnen, weil ich euch nicht kontaktieren kann. Und viele von euch möchten ja nicht immer, dass man die Gewinner nennt. Ich verlose nur Produkte, von denen ich überzeugt bin, mit denen ich Erfahrung gesammelt habe in der letzten Zeit und ich habe super tolle Sponsoren für diese ganze Aktion gewinnen können und ich bin auch super happy und ich würde mal sagen,
Wir fangen erstmal mit dem Mami-Paket an. Und zwar verlose ich die Bopo-Wickeltasche Lilly. Das ist diese Wickeltasche hier. Sie sieht sehr schön aus. Ich finde, sie ist auch super unisex, vor allem, weil es so kleine Sternchen dran sind in weiß. Und es ist eine schöne Farbe, die beide Geschlechter einfach haben können. Und das Wunderschöne ist, ihr habt hier drin auch eine super tolle Wickelunterlage. Ich habe die Wickelunterlage so oft gebraucht. Es gibt ganz, ganz viele Wickeltaschen auf dem Markt, aber es gibt wirklich nur vielleicht zwei, drei Stück, die ich privat einfach so super toll finde. Und wenn ich was verlose, dann an euch verlose. Nur sowas. Und sie ist einfach schön geräumig. Da passt alles rein. Ihr habt hier Platz für Fläschchen. Beide Seiten. Ich mache das Ganze nochmal hier auf, um euch zu zeigen, wie viel Platz ihr habt. Ihr habt, sieht das Ganze so aus. Sieht echt alles noch fresh und so clean. Ihr habt auch natürlich auch so eine Halterung. Dann habt ihr hier drin noch weitere so zwei, also so ein kleine Bopo-Tasche. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geräumig und ich freue mich einfach, dass Bopo diese Wickeltasche für diese Verlosung zur Verfügung gestellt hat. Und sie ist Teil dieses riesen Mami-Pakets. Neben dieser Bopo-Wickeltasche war Tausendkind so freundlich. Und zwar wisst ihr, dass ich Tausendkind sehr oft mit ihnen kooperiere. Ich glaube, alle drei Monate müsste es ungefähr sein. Und zwar gibt es super tolles Spielzeug. Es gibt tolle, schöne Designersachen mittlerweile. Es gibt schon alles, was eine Mama irgendwie braucht, gibt es da. Und die waren einfach sehr freundlich. Und sie haben mir für die Verlosung für heute einen 100-Euro-Gutschein gesponsert. Wenn die Gewinnerin gezogen wird und ich die E-Mail-Adresse habe, so wird das Ganze an 1000 Kind weitergeleitet, sodass der Gutscheincode direkt an die Person kommt und dann kannst du fleißig shoppen. Hallo, ich freue mich. Also ich liebe es einfach. Euch Mamis da draußen zum Stück. Dann hat mir Effie Kids, und zwar viele von euch kennen wahrscheinlich auf Instagram, wenn ihr in Deutschland sehr oft Mami-Themen sucht, die berühmten Effie Kids Mondkissen. Ich mache das hier kurz auf, damit ihr das Ganze sehen könnt. Und zwar war sie so freundlich und hat mir für diese Verlosung ein süßes, kleines, weißes Mondkissen zur Verfügung gestellt. Und zwar sieht das Ganze so aus. Es ist super schön verträumt. Ich liebe generell ihre Sachen und habe auch für Michael privat auch so ein kleines Kissen. Ich habe auch von Michael so eine kleine Winterdecke und ich finde, ihre Produkte sind einfach so mit so viel Liebe gemacht. Ich werde euch natürlich alle Links von den Produkten nochmal, falls ihr nicht die Gewinnerin seid, alles in die Infobox reinschreiben, damit ihr sie auch euch vielleicht über Weihnachten wünschen könnt, holen könnt oder sonst was. Auf jeden Fall, ich finde, es ist ein super schönes Kissen. Dann tue ich das mal ganz kurz wieder hier rein. Dann wisst ihr ja, dass ich auf meiner Wickelkommode super schöne Sachen von der lieben Little Boo bei Glückshaus habe. Und zwar hat sie mir damals mit mir zusammen, haben wir so ein Design für mich ausgesucht in so eine Mint. Ihr wisst, ich wollte unbedingt Michaels Zimmer in Mint haben. Und ich habe Bettschlangen und allen möglichen und Utensilus. Und sie war so freundlich und hat für diese Verlosung eine handgemachte Bettschlange zur Verfügung gestellt. Sie sieht so aus. Ist riesengroß. Michael hat selber so eine Bettschlange. Vor allem super gut, wenn sie anfangen zu krabbeln oder einfach um Zugluft zu stoppen im Bett oder sonst was. Dann diejenigen unter euch, die vielleicht mir auf Donnys Live folgen, wissen, dass ich vor kurzem ein Video gedreht habe mit dem Titel Resümee von nach meiner Geburt, müsste es gewesen sein. Und zwar hatte ich euch vom Cozy Me Schlafsack erzählt, wie toll ich ihn fand. Ich finde ihn einfach super, weil man pukt und das Kind schläft gleichzeitig auf dem Rücken. Man kann es mit Schleifen zumachen, das Kind so schön halten. Und es ist ein Schlafsack, der von Hebammen empfohlen wurde, von Kinderärzten. Und es sind immer mehr Frauen, die auf diese Art von Schlafsäcke jetzt umsteigen und sie super finden. Cozy Me war so nett und hat mir ebenfalls einen Schlafsack für diese Verlosung bereitgestellt. Ich habe den nicht ausgepackt und zwar sieht er so aus. Es ist ein wunderschöner, grau karierter Schlafsack. Ich habe das hier mit der Gebrauchsanweisung und alles mögliche hier drin. Ihr könnt eure Kinder drin lassen, bis sie ungefähr 6 Monate alt sind. Die Kinder fühlen sich wohl. Ich habe nur tolle Erfahrungen damit gemacht, weil Michael dadurch gut schlafen konnte, dadurch, dass sie so gepuppt sind. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass Cozy Me auch Teil dieses Mami-Pakets ist. Und da ihr ja wisst, das hatte ich euch in einer meiner, nee, das hatte ich euch nämlich noch gar nicht gesagt, dass der Kleine nur Mam-Flaschen nimmt und Mam war da so freundlich, weil sie es dann mitbekommen haben, mir ein Mam-Paket zu schicken. Und zwar habe ich von Mam in diesem Mami-Paket noch eine Milk-Powder-Box. Da kann man die Fläschchen-Nahrung, also diese Flaschenmilchpulver, einfach gut portionieren für unterwegs. Ihr habt jetzt die Wickeltasche, ihr könnt es
sehr da reintun, beziehungsweise die Gewinnerin. Dann gibt es hier ein Mumpod von Mum. Es ist eine Täschchen für 2 Schnuller. Und natürlich bekommt ihr auch noch Mum-Schnuller. Die sind von 0 bis 2 Monaten, also für den Start. Das war das erste große Mami-Paket. Kommen wir jetzt natürlich auch zum anderen Paket. Ich habe ja gesagt, ich habe ja nicht nur was für Mami, sondern ein cooles Beauty-Paket. In dem Beauty-Paket ist eine Box von Benefit. Und zwar, das ist momentan eine Weihnachtsbox, die Benefit rausgebracht hat. Die Girls Gone Wow Box. Und ich finde es einfach, das Design sieht so süß aus. Und zwar habt ihr hier drin eine The Real Mascara. Ihr habt ein Benefit Professional Primer. Ihr habt Benetint flüssiges Rouge. Ihr habt hier ein Gimme Brow für die Augenbrauen. Und ihr habt ein Tinted Primer für die The Real Mascara. Ein richtig tolles Benefit-Produkt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch letztes Jahr schon von Benefit die Weihnachtsboxen gehabt und ich finde sie super süß, um zu verschenken. Das ist in dem zweiten Paket drin. Ich werde es einfach jetzt alles nacheinander rausziehen. Ist Teil des zweiten Beauty-Pakets. Sind zum einen hier drin ein Hoola-Bronzer von Benefit, weil viele von euch lieben Hoola. Ich liebe Hoola. Deswegen muss das mit rein. Dann haben wir 3 Nagellacke von Maybelline, die Color Show Nagellacke. Das sind die hier in schönen Rottönen, ein bisschen orange und es geht ins, würde ich sagen, pinke und einen schönen, dunklen, richtig schönen Ton für die dunkle Jahreszeit. Dann haben wir jetzt hier noch von Benefit The Professional Matte Rescue. Dann habe ich hier drinnen, weil mich immer viele fragen, wie ich meine Haare mache und welche Produkte ich verwende. Also ich bin ein großer begeisterter Fan von Olaplex und ich habe euch hier den Olaplex Hair Perfector Nummer 3 mit eingepackt, wenn sich eure Haare sehr darüber freuen. Dann habe ich hier von Essie, weil es natürlich auch immer Pflege sein muss und die verwende ich auch sehr gerne, das Nail und Skin Serum mit Algenextrakt. Das ist das Blaue. Es gibt sie auch noch in verschiedensten mit Rot und Orange und sonst was. Dann gibt es Produkte aus Japan, die es nur in Japan gibt. Die habe ich auch noch mit hier reingepackt. Und zwar wisst ihr, ich war ja in Japan mit Maybelline und da gab es Lippenstifte, die es hier gar nicht auf dem Markt gibt. Und zwar sehen die so aus. Die Verpackung ist einfach auch sehr schön. Und da kriegt ihr die 2 Lippenstifte und ein V-Face Blush Contour Powder, weil sie mögen es ja gerne, so kleine Päckchen zu haben mit so Blush und Contour. Und es gibt es nur in Japan, also das ist auch hier drin dabei. Und dann bekommt ihr 2 Masken, eine Tightening Facial Mask und eine Facial Mask, einfach für die Feuchtigkeit. Dann ist in dem Paket hier drin noch ein wunderschöner Essie Nagellack aus dieser neuen Gel-Reihe und Pre-Show Jittles heißt der. Das ist der hier. Dann habe ich noch von Maybelline Master Smoky Shadow Pencils in 3 Farben, in Blau, Schwarz und Braun. Damit seid ihr erstmal auch ausgesorgt. Die kann man sehr gut versmatschen, weil ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan, immer Kajal zu verschmieren, wenn es schnell gehen muss. Dann zieht man einfach eine Linie anstatt so einen sauberen Eyeliner. Dann habe ich noch von Maybelline den Dream Blender. Damit könnt ihr super gut eure Foundation verblenden. Entweder ihr macht es nass, also ich bin ein großer Fan, das nass zu machen, oder ihr benutzt es trocken für ein Puder zum Baken. Dann habe ich hier noch so ein Maybelline Baby Lip hier drin. Von NYX eine Intense Butter Gloss in so einer richtig mutigen Farbe. Und zwar habe ich hier noch zu guter Letzt in dem Paket von Maybelline The Brow Drama in Transparent mit drin. Und das ist alles Teil des zweiten Paketes, was dann der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt. Herren dürfen auch mitmachen, weil die Damen ihres Herzens oder die Mami oder die Schwester kann das natürlich auch gewinnen. So, das war das erste Video dieser Adventsverlosungsreihe. In 2 Stunden kommt dann ein weiteres Video auf meinem Vlog-Kanal Donnie's Life und da gibt es wieder Verlosungen. Aber kommen wir jetzt zu den Teilnahmebedingungen. Also, da das Ganze natürlich auch ein Zurückgeben an meine Community ist, solltet ihr meinem Vlog-Kanal folgen und diesem Hauptkanal. Die Verlosung geht bis nächsten Samstag 24 Uhr und dann werde ich den Gewinner ziehen, die Person am Sonntag kontaktieren, weil dann fängt schon das nächste an, weil ich möchte, dass ihr die Gewinne alle vor Weihnachten noch unter Weihnachtsbaum habt. Ihr solltet in den Kommentaren den Hashtag Mom4Moms machen, damit ich das dann auch schneller suchen kann. Mir einen Kommentar hinterlassen, warum ihr das gewinnen wollt, wer gerade ein Baby bekommt, warum ihr das Mami-Paket wollt oder mir schreiben wollt, was ihr das Besondere an Weihnachten, Winter, sonst was findet, toll findet. Schreibt es mir einfach so, nehmt jetzt automatisch teil. Schaut auf jeden Fall auch in nächster Zeit mal auf die anderen Plattformen, weil es gibt auch so Instagram- und Twitter-Verlosungen, vielleicht auch Snapchat-Verlosungen. Immer mit dem Hashtag Mom4Moms. Also ja, seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich schon auf das nächste Video von der lieben Phyllis und schaut dann nächste Woche dann auf ihrem Kanal vorbei. Wenn nicht, werde ich euch nochmal hier
Und kann auch dran erinnern. Ich freue mich, ihr kennt die Teilnahmebedingungen und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye!